So, willkommen zu einer Top 10, mal seit langem wieder, es gab schon lange keine Top 10 mehr von mir. Ja, und wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, hat es nichts mit Mario zu tun, sondern die Top 10 Wurfmesser-Kills, die ich in MW3 vollbracht habe. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei und ja, die einige davon habe ich natürlich das Wurfmesser verfolgt, damit man genau sieht, wie der Treffer zustande gekommen ist. Auch wenn einige eigentlich nur nicht treffen hätten dürfen, haben sie trotzdem getroffen. Aber ja, seht es euch selbst an. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und wenn euch diese Top 10 gefallen, dann wird es auch von Black Ops 2, was ich auf dem PC spiele, Top 10 Semtex Kills geben und dann vielleicht auch irgendwann mal ein weiteres Top 10. Und es kommt natürlich das Video, wo alle Wurfmesser Kills und alle Semtex Kills zu sehen sind. Und aus diesem Video sind dann eben immer die 10 besten rausgenommen in der Top 10. Aber das Video, wo alle drin sind, kommt erst immer im Nachhinein. Das heißt, zuerst die Top 10 und keine Ahnung, vielleicht ein paar Tage drauf oder eine Woche drauf kommt dann das Video, wo ich, von welchen ich die Top 10 genommen habe. Also habe ich halt so um die 30 bis 50 Wurfmesser Kills und da brauchst du die 10 besten oder so. Und bei Semtex genauso. Also bei Semtex werde ich höchstwahrscheinlich die 10 besten Kletten nehmen von Black Ops 2 und oder keine Ahnung, wenn's keine Ahnung, across the map oder halt, ja, across the map geht bei Semtex schlecht, aber halt über ein Gebäude drüber oder irgend sowas, ja, dann werde ich die aufnehmen. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei meinen Top 10 Wurfmesser Kills und ja, viel Spaß würde ich nur sagen. Schnell ziehen.
eine Blendgranate! Blendgranate! So, das waren die Top 10. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr sie irgendwie anders, eine andere Reihenfolge für euch selbst gesehen hättet. Ja, würde mich freuen. Würde mich freuen, wenn ich nochmal solche Videos machen soll. Schreibt es einmal in die Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen. Denn, ja, so selbst zusammenschneiden, selbst zusammensuchen, das ist schon, ja. Es ist zwar eine Arbeit, aber es ist auch lustig, muss ich sagen. Mir gefällt das auch, selbst Wurfmesser-Skills und Kills von mir zu sehen. Wo ich mir manchmal selbst denke, wie habe ich die zusammengebracht? Denn normalerweise kann, also ich kann schon gut mit Wurfmessern. Sagen schon immer alle, dass ich mit Wurfmesser rumskille wie sonst wer, aber ja, treffen muss man mit diesem Ding auch erstmal. Und das ist nicht ganz so leicht. Und ja, das war's und ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bis dann und auf Wiedersehen.